Erstmal gehen wir runter und singen dem Baum einen guten Morgen. Und danach gehe ich auf meinen Lieblingsplätze oder auf den Waldsofa. Und dann eben frühstücke ich da. Wir sind die Naturgruppe von dem Kindergarten St. Gabriel. Und wir gehen jeden Morgen um 8 Uhr aus dem Kindergarten los und gehen jeden Morgen in den Wald. Wir bringen den Kindern das bei, achtsam mit der Natur umzugehen. Und wir leben das so, dass wir sagen, die Kinder, die Natur leben und in der Natur Spaß haben, die schützen auch die Natur. Und die interessieren sich dafür. Und wenn man was weiß, dann schützt man es auch besser. Wir wollen hier im Atelier mit Formen und Farben arbeiten, ohne jegliche Schablone. Und dabei kommt es uns darauf an, dass die Kinder ihre natürliche Kreativität und Neugier und Freude am Tätigsein ausleben können. Und das wollen wir für die Kinder ermöglichen. Und ich denke, das hat ganz viel mit Annahme und mit Gleichwürdigkeit und mit Wertschätzung der Kinder zu tun. Also die Kinder sind freier, finde ich. Es ist kein Druck da, die Kinder sind entspannter. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie hierher kommen und irgendetwas tun müssen, weil sie bald in die Schule kommen, sondern sie können wirklich spielen und das machen, wozu sie Lust haben. Und das ist eigentlich auch so das Wichtigste, diese Freispielzeit, dass die Kinder so im Alltag lernen, was sie stark macht. Wir waren vorher in einer anderen Einrichtung und hier ist es das Schöne daran, dass die Kinder einfach ihre Kreativität in verschiedenen Räumen ausüben können. In unsere Kita kommen natürlich aus allen Religionen und Kulturen die Kinder und ihre Familien zu uns. Wir gucken nicht, wo kommt jeder Einzelne her, sondern jeder bringt das auch mit, was er hat. Und von daher denken wir, sind wir ein ganz guter Schnitt durch die Gesellschaft. Aufbrüche gibt es bei uns jeden Tag. Jedes Kind beginnt seinen Tag mit einem neuen Aufbruch durch die Entwicklung, die jedes Kind ja mit sich bringt. Und wir ermöglichen das hier oder wir tragen letztlich dazu bei, dass diese Aufbrüche auch gelingen können. Dass das Kind seinen Weg geht, das ist uns ganz wichtig, dass es zu sich selbst findet, seinen eigenen Weg wirklich geht. Jeden Tag kommen 70, 80 bis zu 120 Kindern in unsere Kindergärten. Kinder, Eltern, Großeltern. Die Kita ist ein Ort, wo wir versuchen, das Evangelium mit den Kindern, mit den Eltern zusammen zu leben. Und das ist eine große Chance für die Kirche. Helene! Wie war du? Was? Mach nach Hause, dein Bruder wartet schon. Genau.